Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiel am Deckcheck. Wie im Vlog schon angekündigt und auch im wie im Vlog angekündigt, gibt es heute einen Standard-Deckcheck und zwar ein Deck von der Pro-Tour. Und das Deck, was ich eigentlich fast am coolsten finde, aus der Top 8, hat der Christopher mitgebracht. Ja, und zwar Seasons Past. Genau. Das ist ja das Deck, was der Finkel in der Top 8 gespielt hat. Jo. Du hast es ein bisschen verändert, hast du mir gesagt. Ja, er hat, also man sieht schon gerade beim Sideboard, dass er halt extrem oft auf das Proto-Meta-Game spekuliert hat. Mhm. Und wenn man jetzt so ein Deck nimmt und zu einem normalen FNM führt oder zu einem anderen, kleineren Turnier, Grand Prix, Trial, whatever, sollte man das Sideboard vielleicht ein bisschen offener gestalten. Und das habe ich eben probiert, da zu machen. Okay. Und das andere, was ich verändert habe, ist ein Land getauscht. Ein Land getauscht. Na gut. Ansonsten welches Land hast du getauscht? Schauen wir uns die Länder an. Du spielst 26 Länder. 26 Länder. Du spielst 11 Swarms und 5 Forests. Jo. So nachgezählt. Das hast du geändert, schätze ich mal, weil er hat ein Basic mehr gespielt oder John so. John Finkel spielt ein Basic mehr, ja. Okay, und du spielst dafür 3 Lanawar Wastes. Ja, weil ich schlechter bin als John Finkel, also muss ich mehr doppelfärbige Länder spielen, okay. Damit ich mich nicht selber mana screw. Verstehe, ja, das hört sich sehr logisch an. Dann spielst du auch 4 Hissing Quagmire. Ja, die sind halt ziemlich cool, einfach weil es gute Blocker sind, weil es auch das Game finishen können mit dem vielen Removal, das man spielt. Also die sind da Multitasker. Multitasker. Und es ist ein braves Doppelland natürlich. Natürlich, auch. Ja. Und dann noch 3 Evolving Wilds, damit du auch deine Basics. Genau, damit man die Basics eben dementsprechend aus dem Deck rauszieht. Okay. Gut, die Mana Base ist ja nicht sehr beeindruckend. Gehen wir zur Creature Base, die ist ja auch sehr kurz. Und zwar 2 Nissa Vastuzir und 2 Kalitas. Ja, Kalitas ist halt, wir haben den eh schon öfter angesprochen, der ist Life Gain, der ist selber ein Finisher, der baut sich halt ein irrsinniges Board auf, weil man eben 100.000 Removal spielt in dem Deck. Das heißt, jedes Mal, wenn man was vom Gegner abrüstet, wenn Kalitas liegt, dann ist halt, kriegt man Zombie hinterher. Mhm. Und der wendet das Spiel dann dementsprechend schnell. Nissa ist so ein bisschen Range von dem Deck. Das heißt, den Forest raussuchen ist okay, ist nett. Mhm. Sie blockt im Notfall auch. Mhm. Cool ist es, sobald sie geflippt ist, wenn man einen zusätzlichen Card Draw hat oder Ashaya am Feld hat und mit einem 4-4 kann man dementsprechend schnell auch finishen. Mhm. Und man kriegt mit dem Deck auch relativ schnell die Länder jetzt haben, dass man sie auch flippt braucht. Ja, ja. Also man sollte sie regelmäßig flippen. Mhm. Gut, dann machen wir gleich die Combo in Anführungszeichen oder das, was das Deck halt ausmacht. Das Deck spielt nur 2 Seasons Past, obwohl das der Deckname ist. 2 Seasons Past sollte man kurz erklären für die Leute, die unseren Spoiler-Alarm nicht gesehen haben, weil da haben wir es durchaus besprochen als coole Karte. Und zwar, das ist ein 6 Mana Sorcery. Genau. 2 Grün, 4 farblos. Genau. Der sagt, du kannst dir von jeder, also eine Karte aus jeder aus jedem Mana konvert Mana Cost aus dem Friedhof zurück auf die Hand nehmen. So. Und Seasons Past wird ins Deck unter die Bibliothek gelegt. Unter die Bibliothek gelegt. Und das heißt, das muss man natürlich sagen, das Convert Mana Cost ist, man kann sich auch ein Land nehmen, das heißt, man kann sich auch dann das Evolving Wilds nehmen. Das heißt, man kann 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 6 genau. nehmen. Mhm. So, jetzt haben wir nur 2. Wie holt man sich die? Ja, mit Dark Petition meistens. Gut, da spielt man jetzt 4. Das Spell Mastery hat man relativ fast, schnell, ja. Fast immer. Das heißt, man kann die auch oft in einen Zug casten, beide, oder ist das unrealistisch? Im Midgame schon, absolut. Okay. Also es ist dadurch, dass man ins Midgame will, ins Mid- bis Late-Game, eben mit dem vielen Removal, mit den vielen Mass-Removal, kommt man recht gut. Und wer die Pro-Tour angeschaut hat, der sieht auch, John Finkel ist immer, oder noch zu 90% immer ins Midgame gekommen. Mhm. Und dann macht es einfach keinen Spaß mehr dem Gegner, wenn man Seasons Past und Dark Petition und das Ganze noch einmal und dann hat der Gegner 7 Handkarten und 5 Mass Removal. Und genau das ist auch das, auf das das Deck spielt. Also das Deck will nicht schnell finishen, sondern das Deck will stetig finishen, mhm. wenn man das so sagen. Also es ist kein Combo-Kill und kein Haha, so wie Esper Dragons. Ich lege ein Ojo-Dai und greife zweimal an, Sache hat sich erledigt. Sondern das Deck braucht halt seine Zeit, aber das macht alles kontrolliert, das Deck. Okay. Also man sollte mit dem Deck, wenn man das halbwegs normal spielt und nicht halt den schlechtesten Draw hat oder der Gegner die God Hand, sollte man eigentlich nie das Gefühl haben, dass man nicht die Kontrolle über das Spiel hat. Mhm. Ja, es ist also
Es ist halt ein echtes Kontrolldeck, auch wenn man das in den Farben ja normalerweise nicht erwartet, weil schwarz und grün. Die Combo, dass du natürlich mit Seasons Pass die Dark Petition zurücknehmen kannst, aber Seasons Pass unter die Bibliothek kommt, das heißt, du kannst den Dark Petition wieder Seasons Pass suchen, genau. Ist natürlich auch nice, weil damit kannst du praktisch unendlich das wiederholen. Theoretisch, ja. Okay. Gut, viele Spells, wie gesagt, du hast zuerst viele Removal angesprochen, machen wir das zuerst. Du spielst ein Deadweight. Ja, das ist halt wegen den extremen Aggro-Decks, wegen den Mono-White-Human-Deck, wegen den Grün-White-Token-Deck, aber auch eben wegen Collected Band. Also das ist halt der Ein-Mana-Removal-Spell. Das war vielleicht auch ein bisschen, weil man überlegt, gerade bei der Pro Tour, wie viele kleine Jace werden wieder gespielt, und den will ich natürlich Auch sofort on the draw kämpfen. natürlich auch sofort abrüsten können. Okay. Dann aber 4 Grasp of Darkness. Ja, Das kann man sich erlauben mit 11 oder halt 12 Swarms oder wie auch das immer. rüstet halt 90% der Sachen ab, die wirklich wehtun. Ja. Auch ein O2J, wenn kein Always Watching am Tisch liegt, ist halt einfach weg, wenn er angreift. Dann noch 2 Ultimate Price. Ja, das ist halt zusätzliches Removal. Dadurch, durch die vielen Monocolor-Decks, halt die Mono-White-Decks, und halt das Weiß, also die Farbe Weiß halt sehr stark vertreten ist im derzeitigen Metagame. Und eben auch die Mono-White-Cards ist das halt super gut. So ist das natürlich auch Avacyn's ab. Ja. Ja. Dann 3 Ruinous Path, wahrscheinlich auch, weil sie halt Planeswalker mitnehmen. Genau, und kann man halt mit, wenn man die Spellmaster hat, mit Dark Petition direkt aus dem Deck spielen. Dark Petition into Ruinous Path, und Sache hat sich erledigt. Ja. Ja. Kostet Stimmt. zwar 5 Mana, aber ich zahle gern 5 Mana, wenn ich ein Thread sofort abrüsten kann und das Ganze aus dem Deck und keine zusätzliche Handkarte verschwenden muss. Dann Mass Removal, noch 4 Languish. Languish ist natürlich momentan Ja, sehr gut aufgestellt. Language ist wahrscheinlich das beste Mass Removal derzeit. Um die Mana-Kosten natürlich, also ist auch das einzige um 4 Mana. Ja. Minus 4, minus 4 ist halt, Indestructibility ist da auch egal. Spielt eben um Avacyn herum. Und ja, eben auch dementsprechend mit Dark Petition. Mit 6 Mana kann man direkt aus dem Deck spielen. Gut, jetzt möchte ich etwas vorweg machen, was ich finde, das noch ein bisschen zur Combo gehört. Und zwar spielt das Deck ein einziges Nissus Renewal. Und damit kann man sich praktisch was bauen, nämlich man baut sich die. Jetzt habe ich den Namen vergessen, weil es Leiband ist. Bitte. Karton, Leben kriegen, Blau-Weiß. Sphinx Relation. Genau, man baut sein eigenes Sphinx Revelation mit dem Seasons Pass sozusagen. Weil Ja. die 7 Leben kriegen von dem ist schon enorm. Die Basic End daraus suchen auch wichtig, damit kann man dann halt auch im Late Game praktisch diese Seasons Pass Dark Petition Kann man immer wieder Cycle spielen, ja. spielen. Also das ist, ich glaube auch, dass er das ins Deck gepackt hat, eben weil das Metagame so unendlich aggressiv war. Einfach, dass er nicht irgendwann, man kann in eine Low Life Range kommen, aber man stabilisiert sich dann. Und das ist halt ein zusätzlicher Stabilisator. Einfach sagen, okay, ich commit mich da mit einer Karte, und weil der Ramp ist ja für das Deck gut, ja, aber ist halt marginal im Spielverlauf. Okay. Weil eben ist es normalerweise egal, wenn das Spiel 2, 3 Turns länger dauert. Deswegen ist es ja, deswegen gab es auch das 1 absolut ausreichend, dass man es nicht mehr spielen sollte. Nein, ich glaub nicht, dass man es muss. Ich meine, Okay. wenn man lustig ist und keine Ahnung, irgendwo in was hinein rampen will, einmal, ja, Ja. weiß ich nicht, ob es Leute gibt, die in Ulamog spielen wollen oder sowas, weil man eh dorthin kommt, theoretisch, ja, dann können wir vielleicht ein zweites überlegen, aber ich glaube nicht, dass es der Muss ist. Also, was ich mit dem Deck gespielt habe, ist, das muss man es nicht. Ja. Es ist immer Okay. cool, ab und zu ist mal rausgesucht, aber die meiste Zeit, wenn ich es gezogen habe, habe ich es gezogen, dann habe ich es auch mal gespielt. Und Aber du hast nicht aggressiv jetzt Dark Petition auf nein, nein, nein. Nissa Habe Renewal ich gemacht. nie gesucht. Oder Okay. selten. Selten. Ich Okay, meine, selten. es gibt die Situationen eh klar, aber normalerweise sollte man genug Removal finden. Okay. Gut, das Ganze, das Main-Deck runden dann noch die Hand-Destruction-Spells ab, und zwar 2 Duress und 2 Transgressed Demand. Machen wir die mal zusammen oder zuerst sozusagen. Ja, es ist halt. Nach der Rotation gibt's halt nicht, sind die Decks halt nicht mehr so extrem spell-lastig wie früher, wo man teilweise 3 Duress im Jeskai Black gesehen hat. 2 Duress reichen, ist halt. Duress ist halt gut gegen die unangenehmen Matchups, wie das Ramp-Deck. Ja. Ist halt oft unnötig gegen das Humans-Deck.
Obwohl, wenn ich natürlich ein Always Watching nehmen kann, ist das natürlich auch fein, ja. Transgress the Mind ist da wahrscheinlich der bessere Spell, kostet natürlich ein Mana mehr, aber exiled halt Sachen, die unangenehm sind, wie Worldbreakers oder wie gegnerische Avacyn etc. etc. Und dann die letzte Karte ist ein Infinite Obliteration. Ja, wer die Proto geschaut hat, der weiß, was John Finkel, warum der das spielt. Einfach weil, wenn es das Ramp-Deck gibt, ist das Ramp-Deck anstrengend. Gegen das Ramp-Deck spielen ist anstrengend, weil du nicht schnell genug finishen kannst. Und wenn du den Worldbreaker nicht exilen kannst, dann hast du eben ständig diese Worldbreaker-Engine, die da kommen kann. Das heißt, und wenn du das und du kannst eben das Infinite Obliteration mit der Dark Petition raussuchen. Auch praktisch auf einmal casten, wenn du es genau, bei Master hast. Genau, castest dann auf einmal und hast dann mehr oder minder deine Ruhe für eine längere Zeit. Ja. Und das war eben der Sinn des Ganzen. Herr Finkel hat selber gesagt, das Matchup gegen eben Ramp war total schlecht, so dass sie sich überlegt, das Deck nicht zu spielen. Und dann mit der einen Obliteration war das Matchup auf einmal wirklich gut. Ja. Weil halt, du kannst dir das halt ständig raussuchen und hast es praktisch eigentlich immer, weil du halt vier Dark Petition spielst. Genau. Gut. Sideboard. Na, Fury the Bones haben wir auch noch im Deck. Entschuldigung, Fury the Bones. Fury the Bones ist halt, Fury the Bones ist wahrscheinlich der beste Card-Draw-Spell derzeit. Einfach weil du dir theoretisch die obersten vier anschauen kannst. Und weil du kein Converge mehr zusammenkriegst, so leicht wie früher. Nein, und in dem Deck schon gar nicht, weil welche Farbe wäre gut zum Splashen und wird die Mana-Base nicht ruinieren. Ja. Also von daher, super Draw-Spell, sehen wir auch in den Espo-Control-Listen, dass jetzt alle Read the Bone spielen. Okay. Gute Edition für das Deck. Der Life Gain ist natürlich. Loss. Life Loss, sorry. Life Gain wäre schön. Wäre cool, ja. Ich ziehe zwei Karten und krieg zwei Leben. Der Life Loss ist natürlich. Kann problematisch sein, aber sollte nicht. Und vor allem, das Deck ist halt neben Season Spice der Card, der dich halt auch hinbringt, weil du halt in drei Mana. Genau. Du willst halt deine Dark Petitions ziehen und du willst halt die Season Spice ziehen und du willst immer Removal auf der Hand haben. Eben gerade in diesem, und das Deck ist halt sehr auf das jetzige Metagame angelegt. Wie sich das verändert, wenn das Metagame controlliger wird, dann ist das vielleicht nicht die beste Deckwahl, aber solange wir uns sicher sind, ist noch viel Mono-White und Green-White und Tokens und Band Company und sowas gespielt, ist das Deck natürlich dementsprechend gut. Cool. Gut, jetzt aber das Sideboard. Jetzt das Sideboard. Im Sideboard findet man zuerst einmal den dritten Kalitas. Ja. Einfach. Ja, auch für die Humans und für die Company Decks. Einfach weil die halt mit dem die knabbern an dem. Weil sie halt nicht Suicidal attacken können, weil man dann eben die Zombies oder eben auch, wie wir gern sagen, die Gesöchten bekommt. Und ja, also die müssen halt mal an dem vorbeikommen. Weil die ja eben auch über Masse arbeiten. Ja. Und wenn sie dich in dem Elfa oder in dem potenziellen Elfa Strike nicht killen können, rüstest dann eben einen Admin Kalitas, kriegst noch Leben dazu, hast dann einen Gesöchten am Tisch. Im nächsten Zug hast dann ein, zwei Mass Removal, kannst du mit Kalitas attacken, hast dann, weiß ich nicht, dann ja, sechs Live-Game bekommen. Und Kalitas und Language ist auch meistens gut Game. Hast dann drei Gesöchte am Tisch und schlecht für den Gegner. Schlecht für den Gegner. Dann spielt das Deck noch zwei Obnixilis im Sideboard als Planeswalker. Das ist meine Edition einfach, weil man eben, wie Anfang an angesprochen hat, der John Finkel hat das halt sehr auf die Pro Tour aufgebaut und ich wollte das Sideboard ein bisschen mehr in die Weite bringen. Und Obnixilis ist halt einfach der schlechtere Jace. aber für das Deck halt richtig gut gegen gegnerische Control-Listen. Super stark, hat zusätzlichen Card-Draw. Ja. Weil der Live-Gain eben gegen die Control-Listen nicht so wichtig ist. Von daher kann Spiel entscheiden. Genau, macht halt wirklich den Control-Matchup besser. Und wenn du in Ultimate ist es natürlich komplett aus. Ja. Gerade im Control-Mirror. Gut, dann mehr Removal. Du spielst noch zwei Dead Weight im Sideboard. Ja, eben für die Humans-Listen, für die extrem aggressiven Listen. Ja, es hat ja auf der Proto-Listen gegeben mit 21 1-Drops. Also ja, genau. Das ist halt schon crazy, ja. Da muss man halt relativ schnell, relativ viel abrüsten können. Gut, dann noch drittes Ultimate Price. Ja. Selbe Wertigkeit, mehr oder weniger. Okay. Dann ein Clip Wings. Ja, das ist so gegen die Ojo-Teil-Listen, das haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen beim Spoiler-Alarm war das, glaube ich. Dass man eben gegen Ojo-Teil. Nein, bei den Werwölfen war das. Bei den Werwölfen war es, genau. Ja. Ojo-Teil mit Always Watching am Board ist halt sehr problematisch. Und die
die Always-Watching-Listen, die UW-Listen, haben ja eigentlich außer dem Ojo-Teil keinen echten Flyer. Ja. Außer wenn es die Archangel-Listen sind. Aber den Archangel kann man halt mit 100.000 anderen Removal abrüsten, und den Ojo-Teil nicht. Mhm. Vernünftig, ja. Gut, dann spielst du zwei Violent Plague. Ich schätze mal, das ist, weil halt Grün-Weiß-Tokens entdeckt ist. Genau. Sind halt, rennen halt alle mit Gideons und mit Nissas herum und mit Secure the Waste für Ormendal. Mhm. Also. Und dir ist es ganz egal. Das gleich vom Anfang an abrüsten. Ja, schlecht ist, wenn der Kalitas kommt und die Gseuchten alle verrecken, aber. Achso, ja, das ist natürlich auch antisemitisch. Aber das muss man halt. Aber wenn eingehen, das komplette gegnerische Deck damit zerlegst, genau, ist es, glaube ich, wurscht. Dann stört es nicht. Was, dann hast du noch zwei Duress und ein zweites Infinite Obliteration im Sideboard. Ja, das ist halt wieder eben für die Ramp-Decks. Mhm. Die werden wieder kommen, auch wenn die jetzt gerade nicht so viel gespielt werden, die kommen wieder. Ich bin mir ganz sicher, weil die Karte, die die Ramp-Decks halt am meisten stört, ist, du wirst das eh selber wissen, Declaration in Stone. Ja. Und die werden halt adaptieren. Mhm. Die werden einfach adaptieren, die Ramp-Decks. Und das ist die Ramp-Decks, und das ist ja nicht so schwierig mit den Sachen, die man hat. Ja. Und auch weil die Top 8 jetzt so divers war von der Pro Tour, ist es ja auch so, dass die weißen Decks sicher noch immer die dominantesten sind, sage ich jetzt einmal, aber die Leute einfach jetzt auch bereit sind, mehr Sachen auszuprobieren, ja, und dann die Declarations wahrscheinlich ein bisschen runtergehen, was halt für Ramp ein irrsinniger Vorteil ist. Ja, und das spielen halt auch so viele Leute mittlerweile Mass Removal, ob das jetzt Planar Outburst, Languish oder auch Descent Upon the Sinful ist. Mhm. Also irgendwann kommt das Ramp-Deck wieder retour. Sehr gut. dann hast du noch drei Naturalize im Sideboard. Ja, das ist halt das ist halt sehr gegen die weißen oder weiß-blauen Decks, eben mit den Always-Watching-Sachen. Mhm. Man will halt das Always-Watching eliminieren. Ist auch gut gegen die Goggles-Decks. Also ist gegen die Goggles-Decks gut, ist gegen Stasis Snare gut, etc. etc. Also es gibt immer wieder Sachen, die man treffen kann. Mhm. Gut, dann sind wir mit den 75 Karten durch. Wie ist deine Prognose für das Deck? Ist es jetzt, du hast es gespielt, wir haben es bei der Proto gesehen, es war bei der Proto, ist der Finkel damit ja ziemlich durchmarschiert eigentlich in dem, im Constructed-Teil. In der Top 8 dann halt, hatte sein Ende, aber... Ja, meine Güte. Ich glaube, es war die 8. Proto Top 8 oder sowas. Seine 16. Oder die 16. 16. von 100. Nein. Dann ziemlich gute Quote eigentlich. Ich glaube, ja. Hat das noch, glaubst du, das wird sich weiterhalten als Player, das Deck, oder ist das... Also ich glaube schon. Ich glaube, dass man das Deck halt auch ziemlich cool adaptieren kann. Mhm. Ich meine, man hat jetzt ein bisschen gesehen, dass ich mir ein Sideboard herumgespielt habe, weil ich halt probiert habe, weil wir spielen da nicht auf das Foto, wir spielen da FNM. Ja. Und da kommen eben auch Leute mit irgendwelchen Decks und probieren, und gegen die will man halt auch nicht unbedingt dann verlieren. Ja. Weil es sind dann oft diese Random Decks, die Meta-Decks zerstören. Genau, was einfach nicht wissen, was passiert. Ja. Weil du musst ja jede Karte fünfmal durchlesen und sagen, wo ist eigentlich, was passiert da eigentlich? und eben gegen solche Decks, FNM und Grand Prix Trial und Kleinigkeiten. Ja. Man kann das Main Deck natürlich dementsprechend adaptieren auch. Mhm. Man kann coole One-Offs spielen, oder man kann probieren, One-Offs zu spielen, weil man halt die Dark Petition hat. Mhm. Und wenn ich jetzt einen Ulamog spielen will, random, dann suche ich man auch zum Zeitpunkt, damit der Dark Petition raus kann. Natürlich nicht direkt casten, weil es ein bisschen schwierig. Aber ich kann halt auch dementsprechend warten und dann casten. Mhm. Man kann halt schauen, was die Eldrazi sonst noch bieten, ob man nicht mehr Llanowar Waste spielt und überlegt, aus dem Sideboard irgendwie Sotnazir zu bringen oder Main Sotnazir zu spielen. Das sind halt alles so Sachen, da muss man sich effektiv damit beschäftigen. Aber ich glaube, dass das Deck durchaus ein Player ist, gerade im aggressiven Metagame jetzt. Mhm. Ja, die Sautnutzer aus dem Sideboard sind zum Beispiel sicher eine nette Idee gegen die kontrollierenden Decks, weil gegen die brauchst du die Language nicht. Und ja, dann du hast halt gegen die Control-Decks hast du wirklich viele tote Karten. Ja, weil du Main-Deck. Ja. Unendlich viel Removal hast, was du nicht wirklich verwenden kannst wahrscheinlich. Da kannst du halt dann einfach mal komplettes Mass-Removal-Karten, Obnixilis reinbringen, theoretisch Sautnutzer reinbringen. Wenn du weißt, womit er finishen will, eventuell sogar die zweite Infinite Obliteration, die Duress, und du hast noch immer vier tote Karten im Deck. Okay. Gut, willst du dem Zuseher noch irgendwas mitgeben, oder? Nein. Ich glaube, es ist genug. Das Deck ist halt cool. Wenn ein John Finkel ein Deck baut, dann hat das schon einen Sinn, glaube ich. Ja, also ich finde, das Deck ist halt einfach special, deswegen finde ich es cool, und deswegen finde ich auch schön, dass wir es vorgestellt haben, weil mir gefällt es eigentlich von den neuen Decks am besten. Ich hoffe, euch seht es ähnlich. Wenn ihr es ausprobiert, dann schreibt es unter die Kommentare, wie ihr damit gegangen seid oder was für Veränderungen ihr gemacht habt.
Auf jeden Fall, Christopher, danke fürs Vorstellen. Bitte gerne. Euch danke fürs Zuschauen. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Ihr könnt natürlich wie immer natürlich Kommentare hier hinterlassen, auch im Facebook und Twitter uns erreichen und natürlich und im Shop uns antreffen. Bis zum nächsten Video oder zum Live-Sehen irgendwo im Spielraum. Alles Gute, schöne Woche. Ciao. Tschüss. Na, sehr gut. Ciao, Papa. Ciao, Papa. Vierte Figur und hallo, Hausi. Wiedersehen. Ja. Ja. Ist halt doch geil, eigentlich.